Hallo und herzlich willkommen zum Mattings Warentest. Wir wollen uns heute zwei digitale Bilderrahmen anschauen. Nun kennt man das ja, normalerweise nimmt man seine Digitalkamera, nimmt die Speicherkarte heraus und schiebt sie dann entsprechend an der Rückseite des Rahmens ein. Oder alternativ nimmt man das USB-Kabel von der Kamera und steckt es in den Rahmen. Das geht bei den Rahmen, die wir uns heute anschauen wollen, auch. Sie haben aber allerdings eine Besonderheit, denn sie nehmen Bilder auch per Funk entgegen. Der Netscape Photomail X funktioniert tatsächlich wirklich ohne Kabel. Ich habe hier auch gerade mal den Stromstecker rausgezogen. Er hat eine Auflösung von 800x600 Punkten bei 8 Zoll Diagonale, hat selber auch 2 GB Speicher, auf denen man schon mal eine Menge Fotos ablegen kann. Neue Bilder erhält er über einen eingebauten E-Mail-Client. Ein kleines Programm, das funktioniert wie auf dem Computer, über das man sowohl E-Mails mit Bilderanhängen empfangen kann, als auch selber Bilder senden kann. Kodak EasyShare W1020 ist etwas größer als sein Konkurrent. Er hat eine Diagonale von 10 Zoll bei 800x480 Punkten und er hat 512 MB Speicher eingebaut. Passen also nicht ganz so viele Fotos drauf. Im Ausgleich dafür kann er aber auf sämtliche im Internet gespeicherten Bilder zurückgreifen. Also zum Beispiel Fotos, die beim Bilderdienst Flickr gespeichert sind, oder die bei der Kodak-eigenen Online-Galerie abgelegt wurden, oder eben auch Bilder, die in beliebigen sogenannten RSS-Feeds angehängt sind. E-Mails kann er nicht empfangen. Für ihn ist wirklich Voraussetzung, dass die Bilder schon im Internet liegen. Die beiden Bilderrahmen kosten mit 250 Euro für den Nextbase und 270 für den Kodak ungefähr gleich viel. Ihre Technik ist doch sehr unterschiedlich. Das Nextbase-Gerät könnte ich mir sehr gut auf dem Nachttisch bei Oma vorstellen, die dann mit relativ wenig Handgriffen auch durchaus mal ein eigenes Bild verschicken kann. Das Kodak-Gerät wiederum ist technisch so umfangreich, dass es eher von jemandem zu bedienen ist, der sich auch mit Computern auskennt. Und der bekommt dann dafür auch eine ganze Menge mehr Funktionen zur Verfügung gestellt.